Ja, machst du das fein. Ja, super. Ganz? Kommst du da richtig in die Ecke rein? Ja. Ja, machst du toll. Und jetzt? Ja, prima. Ja, du bist fein. Du bist super. Guck mal, da müsstest du ein bisschen feucht machen, ne? Ja. Alex, das ist nicht dein Ernst, oder? Na wieso? Ich dachte, der macht meinen Job jetzt. Der macht doch nicht deinen Job. Ja, aber natürlich, siehst du doch. Ja, aber das ist ja nicht dein Job. Jetzt komm, wir müssen arbeiten. Noch nicht mal in Ruhe nichts tun kann man. Nein, und ich brauche das Studio, ich mache jetzt hier eine Review. Da kann man wirklich mal faul sein und ja, die anderen für sich arbeiten lassen. In diesem Fall den Dreambot L10 Prime. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. In diesem Video ein schnelles, kurzes Unboxing dieses Staub- und Wischroboters. Dann natürlich die technischen Daten und mein Praxischeck. Wie macht er sich in Sachen Saugen und in Sachen Wischen? Außerdem Hindernisse, umfährt er die richtig? Mein Stofftiertest mit unserem Hund Bella. Los geht's. So, damit ihr mich auch richtig seht, machen wir den jetzt mal hier auf. Was haben wir denn hier drin? Also, erstmal hier. Ihr seht mich gar nicht, aber gleich. Keine Sorge, gleich bin ich wieder da. Also, hier haben wir erstmal die Station, die wir jetzt mal hier befreien. Da habe ich schon deutlich größere gesehen. Die ist recht kompakt und sieht sehr, sehr schick aus. Dann mal hier reingucken. Wischmopp, zweimal, ein Netzkabel, Bedienungsanleitung und Quick Start Guide, die Seitenbürste. Und der Robi an sich. Okay. Liebt ihr das auch so, Folien abmachen? Was haben wir hier? Also, der Staubsaugerroboter an sich. Drei Tasten, einmal die An- und Aus-Taste, eine Taste, um ihn wieder zum Laden nach Hause zu schicken. Und hier, dieses kleine Viereck ist zur punktuellen Fokusreinigung. Hier oben, der LiDAR-Scanner, also ein Laser, der eure Räume kartografiert. Schauen wir mal rein. Hier habt ihr den Staubbehälter mit Filter. 450 Milliliter Fassungsvermögen, das ist ganz ordentlich. Auf einen Wassertank im Roboter selber müsst ihr verzichten. Der Roboter fährt also immer wieder zur Station und holt sich für die Wischmops frisches Wasser. Dann gucken wir mal uns die Rückseite an. Die ist ja bei Staubsauger- und Wischrobotern immer sehr entscheidend. Ihr habt hier eine Bürste, und zwar klasse, aus Gummi oder Silikon. Das ist gerade für Tierhaare sehr gut. Dann habt ihr hier die einzelnen Sensoren, dass er nicht abstürzt. Und hier Bumper nochmal, also mechanische Sensoren, dass er nirgendwo gegenfährt. Ja, ansonsten ganz simpel. Hier kommt die Seitenbürste ran und die Pads werden hier, die Wischmops, einfach reingemacht. Na? Und schon ist er mehr oder weniger einsatzfähig. So, machen wir jetzt mal ein bisschen Platz für die Station. Also wirklich recht schick in Weiß. Hier oben Klappe auf und dann habt ihr zwei Behälter. Einmal den hier und den. Und da muss man nicht lang raten, der ist fürs Frischwasser da. Fassungsvermögen 2,7 Liter. Und der dunkle ist dann für euer Schmutzwasser mit 2,5 Litern Fassungsvermögen. Was ich ein bisschen schade finde, der Staub wird nicht durch die Absaugstation abgesaugt. Das heißt, den Staub müsst ihr hier in dem Behälter im Robi selber ausleeren. Was aber richtig klasse ist, hier unten gibt es eine Funktion zur Reinigung der Wischmops und das ist echt total wichtig, die werden auch nach der automatischen Reinigung getrocknet durch heiße Luft und das ist
echt, darauf solltet ihr wirklich achten, weil so ein Wischmopp, der irgendwie nass ist und stundenlang nass irgendwo rumhängt, das ist vom Geruch her echt, nee, nicht gewöhnungsbedürftig. Eklig. Daher hier eine Wischmopp-Reinigung und Heizung. Klasse. Das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Ich räume hier ein bisschen auf und dann mal ein bisschen was zu den technischen Daten. Sicher für die meisten von euch interessant, wie hoch ist der Staubsaugerroboter? Denn der soll ja auch unter Möbel kommen. 10,83 cm hier und da müsst ihr mal nachmessen, ob das für euch passt. Navigiert wird beim Dreamibot LC Prime über die Lasernavigation, eine klassische Hinderniserkennung, also mit einer Kamera vorne oder einem Kreuzsensor, ist nicht eingebaut. Und da bin ich mal gespannt, navigiert er trotzdem gut durch kleine oder größere Hindernisse? Checken wir nachher, wenn ich das Ding dann mal auf Herz und Nieren prüfe. Die Saugkraft, 4000 PA gibt der Hersteller an. PA, was ist das? Pascal. Und das steht für die sogenannte Druckdifferenz, also der Unterdruck, der beim Saugen entsteht. Deshalb gilt es ganz klar, je höher die Angabe PA, desto mehr Saugkraft hat ein Staubsaugerroboter. Hier, die Wischmops, beide relativ groß und die drehen sich mit 180 Umdrehungen in der Minute. Dreamy gibt als Laufzeit rund 210 Minuten an, das heißt, also auch für größere Räume gut geeignet. Eingebaut ist ein Akku mit 5200 mAh Kapazität. So, und jetzt wirklich genug der Theorie. Ich nehme den Dreamy LC Prime jetzt mit nach Hause. Und wer Tech for Fun kennt, kennt meinen Testparcours so ein bisschen und checke den jetzt mal auf Herz und Nieren. Da habe ich richtig Lust zu. Auf geht's. So, komm, kleiner Staubsaugerfreund. Und kleine Station auch. Jetzt wirst du gescheckt. Die Einrichtung ist kinderleicht. Ihr ladet euch einfach aus dem App Store, iOS oder Android die App runter, Dreamy Home, öffnet die ganze und dann geht ihr auf Plus, beziehungsweise hier habt ihr jetzt einen Scan-Code. Und da wird einfach hier unten der QR-Code gescannt und schon ist der LC Prime eingerichtet. Schauen wir uns mal die App grundsätzlich ein. Also ihr habt hier unten zwei Bereiche, das Gerät und mich. Bei der Übersetzung könnte Dreamy noch ein bisschen arbeiten, die ist nicht ganz so perfekt. In der Einstellung mich beispielsweise könnt ihr hier die Gerätefreigabe einstellen. Das heißt, ihr könnt den einen Link versenden an andere, die dann auf den Roboter fern zugreifen können. Ihr habt eine Sprachsteuerung, Amazon Alexa, Google Home oder Siri. Und verschiedene andere Sachen, Widgets, die Sprache, Region etc. Spannender wird es dann im Einstellungsmenü das Gerät. Es wird empfohlen, von der Basisstation für die erste Reinigung, für die genaue Positionierung zu beginnen. Auch hier wieder die Übersetzung, so lala. Okay, das machen wir gleich. Schauen wir aber vorher noch mal einmal kurz rein. Hier oben die drei Pünktchen. Ihr habt sowas wie Reinigungsverlauf, da könnt ihr schauen, ja, wie oft habe ich jetzt bisher schon gereinigt. Dann eine geplante Reinigung. Wann wollt ihr Reinigung? Startzeit. Ihr könnt Wiederholungsmodi eingeben und natürlich in welchen Modus. Umfassende Reinigung oder nur eine punktuelle Reinigung. Das ist alles einstellbar. Das ist super. Dann habt ihr Vorliebe. Ja, tiefe Reinigung, tägliche Wischarbeit, intensives Wischen. Das ist alles einstellbar. Dann gibt es die Reinigung der Basisstation. Klar, ihr habt hier Robotermanagement. DND-Modus zum Beispiel, Do Not Disturb, dass er zu bestimmten Zeiten nicht aktiv wird. Sprachansage und Lautstärke beispielsweise. Gehen wir mal hier einmal auf Deutsch. Start der Reinigung. Start der Reinigung. Ihr habt das in Englisch, in Französisch, also ganz viele Zeiten. Dann würde ich sagen, bei jedem Roboter, bei jedem Staubsaugerroboter beginnt das Ganze, dass er erstmal wissen muss, wo ist er überhaupt? Das heißt, er kartografiert eure Wohnung mit dem Laser hier oben und schaut sich genau an, was für Räume gibt es. Dann habt ihr hier auf dem Display eine Karte und dann geht's los. Und das wäre jetzt das Erste. Das sagt er hier auch. Schnelle Kartierung beginnen. Start der Kartierung. Na dann mach mal. Es dauert etwa 5 bis 10 Minuten. 5 bis 10 Minuten, sagt er. Vernünftige Zeit. Danach fährt er wieder zur Basisstation zurück, lädt wieder den Roboter und dann kann es schon losgehen.
Der Robi ist jetzt unterwegs hier in den Räumen, schaut sich alles genau an, scannt alles mit dem Laserscanner und ihr seht jetzt hier schon die ersten Ergebnisse auf der Karte. Das heißt, erste Umrisse hat er erkannt und kartografiert. Die Reinigung unten ist komplett abgeschlossen. Ich habe jetzt einen Staubsauglauf einmal gemacht. Das Ganze hat ja 14, 15 Minuten gedauert und Ergebnis sehr zufriedenstellend. Er kommt gut durch die einzelnen Stellen, umfährt die Stühle ganz gut. Das gefällt mir. Aber jetzt geht's um den Härtetest. Also, wir nehmen einen kleinen Raum und werden das Ganze oder diesen Raum mal richtig schön schmutzig machen. Mit Staub, mit Hundehaaren und so weiter. Und das mal checken. Danach die Wischfunktion. Wie wischt er Ketchup und anderen Dreck? Schauen wir mal. Schaut mal, was ich hier habe. Guck mal, geh mal daran. Ist das nicht lecker? Hundehaare, Krümel. Und das verteilen wir jetzt mal hier richtig schön im Raum. Natürlich auch in den Ecken, um zu sehen, wie der Dümi in die Ecken kommt. Hier mal richtig viel, da in die Ecken, genau. Die Staubsaugrunde ist fertig, wir gucken mal einmal hier in den Behälter rein. Ja. Ordentlich alles drin. Und wenn man hier jetzt mal schaut, da die Ecke ist nicht so perfekt, da sind noch ein paar Krümel. Hier die Ecken sind klasse und grundsätzlich hat er das gut gemacht. Ich sehe keine Haare mehr. Das gefällt mir. Jetzt kommt das Wischen. Schaut mal. Erde. Und das kleckern wir jetzt mal hier richtig schön rauf. Und lassen es dann einweichen. Bella, das ist kein Futter. So, und Ketchup. Lecker, lecker. Auch das wird jetzt ein bisschen eintrocknen. Und dann gucken wir doch mal, wie die Wischleistung so ist. Dann gucke ich mal, wie hat er das gemacht hier, Ketchup und Erde, und das sieht wunderbar aus, da ist nichts mehr zu sehen, Boden generell sehr sauber. Prima! Er ist fertig, fährt jetzt zurück zur Ladestation und dann schauen wir mal, ob dann die Mops gewischt bzw. gereinigt werden und getrocknet, denn das ist so eine Funktion, da solltet ihr beim Wischsaugroboter auf jeden Fall darauf achten, dass er in der Reinigungsstation eine Möglichkeit hat, die Wischmops entsprechend auch, dann bleibst du mal hier, da, die Wischmops entsprechend halt auch zu trocknen. Start der Reinigung der Wischer. So, jetzt werden die Wischer hier in der Station gereinigt. Das ist die Bella. Und das sind die Stofftiere von Bella. Und dann schauen wir mal. Hier, Bella. Und lauf. Los, raus, raus aus dem Hindernisparcours. Und ab. So, und jetzt starten wir hier mal, indem wir eine Punktreinigung machen. Und mal schauen, wie er hier aus der Situation rauskommt. Okay, er fährt es einfach um. Start
Ja, also das sieht man jetzt deutlich. Er hat halt vorne keine Kamera und die leichten Stofftiere werden dann zur Seite geschoben. Im Allgemeinen aber, jetzt hier beim Reinigungslauf durch die Wohnung, hat er das an Stühlen und so weiter gut gemacht, eben durch die Bumper. Eine sehr gute Saugleistung und eine sehr gute Wischleistung. Die Ausstattung finde ich gut. Schade, dass hier in der Absaugstation der Staub aus dem Staubsaugerbehälter nicht abgesaugt wird. Ansonsten die Hinderniserkennung, naja, beim Stofftiertest, das ist schon hart. Das war nicht ganz so gut, aber im Haus unter Stühlen und so weiter navigiert er sehr gut. App und Software, die Einrichtung ist kinderleicht. Die Komplexität und das, was ihr alles mit der App anstellen könnt, ist herausragend. Ihr könnt also wirklich den Dreamy L10 Prime so einrichten, wie ihr das wollt. Gefällt mir sehr gut. Verarbeitung absolut tadellos, Premium-Produkt. Ja, und ansonsten, also das ist ein grundsolider Saub- und Wischroboter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tech for Fun.